Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Counter-Strike Global Offensive Case Opening. Wir öffnen mal wieder 7 Kisten und hoffen, dass wir ein bisschen Glück haben. Sollte ein Messer dabei sein, dann wird's an euch verlost. Von daher, wenn's euch gefällt und ihr mehr sehen wollt, ja, und vielleicht ein Messer haben wollt, dann lasst da bitte ein Like da und supportet meine Case Openings. Let's go! Wir versuchen's. Mein erstes Messer 2016, beziehungsweise mein erstes Messer überhaupt, wäre mal wieder schön, seit irgendwie einem Jährchen. Es war immer noch das Gut Knife Marble Fade, was ich als letztes gezogen habe. Und wir schauen jetzt mal, wie viele Kisten wir insgesamt brauchen, bis wir ein Messer ziehen. Also, wie gesagt, ab jetzt counte ich das. Ja? Also, alles, was ich hier in Videos öffne, wird jetzt getrackt. So, wir fangen natürlich wieder unglaublich stark an mit einer Grotto und einer Catacombs. Das ist natürlich schon wieder alles ziemlich sick. Ich könnte auch bald mal wieder, wenn ich das so sehe, ein Trade-Up machen. Viele Sachen werden ja auch noch verlost an euch. Ja? Also da macht euch mal keinen Stress. Deswegen schaut auch vielleicht heute mal im Stream vorbei. Vielleicht schaffen wir es ja heute, soweit dass die Messer verlost werden. Liegt an euch. Und ja, weiter geht's. Kiste Nummer 3, wenigstens mal, ich glaube, das wird eine 7 Blue. Das wird 7 mal Blau geben. Ich hoffe ja auch bald, dass die neue Operation kommt, damit wir auch eine neue Kiste haben. Denn leider war ja die letzte. Habe ich vielleicht noch eine Revolver? Ich glaube, ich habe keine Revolverkiste mehr. Die hätte ich jetzt einfach so aus Trotz nebenbei mal geöffnet für euch. Aber nee, ich habe keine Revolver-Case mehr. Hat aber wahrscheinlich auch einen Grund. Da ist ja auch nichts drin. Nee, nee, nee. We're going to the zoo. So. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Schönstes bis jetzt die Grotto. Komm, wenigstens heute mal vielleicht, wenn es heute noch kein Knife ist, ja, dann lass uns doch heute wenigstens schon mal ein bisschen anfangen. Ja, vielleicht ein bisschen Purple. Ihr könnt aber auch sagen, welche Kiste jetzt, ne, abgesehen von Bravo und so ein Quatsch, ich vielleicht beim nächsten Mal öffnen soll. Vielleicht ist Chroma 2 besser oder wollt ihr eine Huntsman sehen? Man weiß es nicht. Lasst mich gerne mal wissen, Leute. Ja, eine Glock 18 Catacombs, also hier haben wir schon mal ein Triple. Ach man, das sieht doch jetzt schon wieder kacke aus. Da hat man doch jetzt schon keinen Bock auf die letzten beiden. Ich nehme jetzt die letzte Chroma, die ich habe. Die letzte Chroma. Die ist schon so lange im Inventar, weil das Knife da drin ist. Ja. Und immerhin. Ja. Hat sich also doch gelohnt, hier die Kisten weiter am Ende zu öffnen. Eine Dragon King. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, immerhin. So, und jetzt nehmen wir nochmal hier den Schlüssel. Den Schlüssel nehmen wir. Nein. Oh, Mist, die wollte sich öffnen. Das war die hier. Die wollte geöffnet werden, obwohl ich weiter drücken wollte. Ja, wenn ihr vielleicht ein bisschen traden wollt, kennt ihr, mein Inventar ist ja öffentlich und es keine Scam-Trades sind oder whatever, den Trade-Link, den findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Cases oder so, die mir geben möchtet, dann macht das sehr gerne. Wie gesagt, Link ist auch unten drin. Den Dragon King war bis jetzt das Beste. Ist natürlich auch wieder Field-Tested. Sieht man immer schön hier an diesem Griff, die direkt erkannt. In dem Fall war es jetzt leider nichts. 7 Kisten, 7 Mal Mist. Wenn euch das Case unbedingt trotzdem gefällt, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn wir das Messer-Giveaway machen, hauen wir auch noch ein paar von anderen Skins raus. Vielleicht ist da die Dragon King bei, obwohl die ist viel getestet, aber haben wir schon noch was Schöneres. Minimalware Battle Scar, aber die ist der Drack. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.